Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der Draft-Reihe, mit dem letzten Video der Draft-Reihe, in der ich euch vorstelle, die besten Spieler auf jeder Position zum NFL-Draft 2018. Wir haben zuerst die ganzen offensiven Formationen uns vorgenommen. Jetzt sind wir dann übergegangen zur Defense und heute mit dem allerletzten Video mit den Safeties. Es sind wieder 5 geworden und heute habe ich mich ganz bewusst für 5 entschieden, denn die Safety-Klasse ist nicht wirklich tief, sage ich ganz ehrlich. Dieses Jahr ist nicht besonders gut, also sehr, sehr top-heavy, sehr spitzenlastig. Also es sind sehr gute drin und danach geht es dann rapide bergab. Ich habe mich für 5 entschieden, ich hätte auch 6 machen können, ich hätte 4 machen können. Also das hat jetzt nicht wirklich ein Argument gegeben. Ich habe einfach gedacht, 5 ist eine schöne runde Zahl. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Spielern kommen, beziehungsweise bevor wir mit Nummer 5 anfangen, könnt ihr mir einen Gefallen tun, lasst ein Like auf dem Video da. Das hilft mehr, als ihr denkt, freut mich sehr zu sehen. Ich hoffe, die ganze Reihe hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Das freut mich sehr, wenn ich neue Abonnenten sehe. Und so könnt ihr sicherstellen, dass ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr nichts mehr verpasst, weil YouTube vor kurzem beschlossen hat, wenn jemand sagt, er hat den abonniert, dann heißt es scheinbar nicht, dass er alles von dem sehen will, sondern wir entscheiden trotzdem noch, was er sehen will. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Dann müsst ihr diese komische Glocke aktivieren, denke ich. Wenn ihr ganz, ganz, ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann folgt mir einfach auf Twitter. Da wird jedes Video direkt verlinkt in dem Moment, wo ich es hochlade. Link dazu ist in der Beschreibung. Damit kommen wir dann jetzt zum Safety Nummer 5 auf meiner Liste. Kaiser White. Cooler Name erstmal. Und ja, falls euch das Gesicht unter dem Helm irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt, ja, er sieht ziemlich so aus wie sein Bruder, der von den Bears gedraftet wurde als Wide Receiver Kevin White. Und er hat lustigerweise auch noch einen anderen Bruder, der heißt K'Ron White, also alle mit K vorne, wunderbar. Der ist auch Receiver, waren alle drei am gleichen College, nämlich West Virginia, wenn man es nicht so schön deutsch aussprechen will. Und der ist auch im Draft dieses Jahr, war in meiner Wide Receiver-Reihe leider nicht dabei, wird aber sicherlich auch gedraftet. Das heißt, die Brüder würden dann alle drei gleichzeitig in der NFL spielen quasi und das ist schon echt cool. Und auch wie seine beiden Brüder, da kommen wir zum ersten halb Minus, halb Pluspunkt. Ich weiß nicht genau, wie ich es behandeln soll. Der hat sich relativ spät entwickelt. Also der ist auch nicht direkt nach der Highschool zu West Virginia gegangen, sondern war erstmal an einem JUCO, also an einem Junior College, und zwar Lackawanna Junior College. Sagt mir persönlich gar nichts. Falls einer von euch das kennt, dann könnt ihr mal da lassen, was das ist in den Kommentaren oder einfach, was ihr darüber wisst, warum ihr das kennt. Mir persönlich sagt es, wie gesagt, nichts. Da war er zuerst, ist dann zu West Virginia gegangen und hat sich da echt ziemlich schnell zu einem echt guten Spieler entwickelt. Halt so gut, dass er jetzt für mich zum Beispiel der 5-beste Safety im Draft sein wird. Beziehungsweise jetzt der 5-beste Safety im Draft ist. Der ist ein starker Hitter, das heißt, wirklich getroffen werden will man nicht von dem. Da könnt ihr euch auch alle möglichen Highlight-Tapes auf YouTube angucken. Da sieht man wirklich, die haben gut Wucht, diese Treffer von ihm. Der ist ein ziemlich instinktiver Spieler und der hat einfach so eine Einstellung, wisst ihr, so eine, falls Brian Dawkins noch manche von euch kennen, so eine Dog-Einstellung. Der will einfach wirklich Leute hitten. Ein bisschen Cam Chancellor, athletisch halt nicht ganz auf dem Niveau, ein bisschen langsamer würde ich sagen, nicht so explosiv. Und wir haben später noch einen besseren Vergleich mit Cam Chancellor. Aber insgesamt ein Spieler mit einer unglaublich starken Einstellung, der vermutlich in der NFL noch ein bisschen Gewicht zulegen wird, ein bisschen seinen Rahmen ausfüllen, da haben wir in anderen Videos schon mal drüber geredet. Und dann wird er höchstwahrscheinlich so ein bisschen in eine Box-Safety-Rolle gezwängt. Das heißt, er kann entweder Safeties decken zum Beispiel oder kann gegen den Lauf verteidigen wie ein zusätzlicher Linebacker. Insgesamt denke ich, zweite bis dritte Runde ist so der Spot. Kommt drauf an, wie verzweifelt ein Team wirklich einen Safety sucht und wann die ersten Safeties weggehen. Aber wie gesagt, zweite bis dritte Runde ist so der Sweet Spot für Kaiser White. Safety Nummer 4 auf meiner Liste. Ich habe viele Analysten gesehen, die ein bisschen niedriger auf ihm sind. Es ist auf jeden Fall Marcus Allen aus Penn State. Viele von euch, die Penn State-Spiele gucken, nur um Saquon Barkley spielen zu sehen, dem wird Marcus Allen dann aufgefallen sein. Die beiden sind auch befreundet, sind jetzt zusammen gerade im Training, in der Vorbereitung auf die NFL. Waren vorher zusammen im Training, in der Vorbereitung auf den Combine und sowas. Und der ist eigentlich ein besserer Spieler, finde ich, als viele Leute ihm Credit für geben. Auch eher ein Laufverteidiger als ein Passverteidiger. Diese ganze Flüssigkeit in den Bewegungen, in den Cuts, in der Hüfte fehlt ihm teilweise ein bisschen, das sehe ich auch ein. Allerdings ein echt, echt guter Laufverteidiger, instinktiv. Mir gefällt er persönlich am besten, wenn er an der Line of Scrimmage steht oder nahe der Line of Scrimmage. Also wirklich als
Als Deep Safety, als Midfield Safety sehe ich ihn nicht wirklich. Eher auch in der Strong Safety bzw. Box Safety Rolle. Also für viele von euch der beste Vergleich wird immer sein Cam Chancellor und Earl Thomas. Earl Thomas, auch wenn er natürlich krasse Hits hat, ist eher immer so ein Safety, der über der tiefen Mitte hängt. Und Cam Chancellor ist einer, der nach unten kommt in die Box und eher gegen den Lauf verteidigt bzw. die kurzen flachen Routen bzw. Tight Ends deckt. In der Rolle, so ähnlich wie eben Kaiser White, sehe ich auch Marcus Allen in der NFL. Auch er muss ein bisschen zulegen, aber ist ein sicherer Tackler, was ganz, ganz wichtig ist, gerade bei Rookies. Was man auch ein bisschen sehen kann für diejenigen von euch, die meine Middle Linebacker-Franchise gucken. Teilweise gehe ich dann auf den Hitstick und versuche halt so einen bösen wie möglich Tackle mitzugeben und dann läuft er einfach an mir vorbei. Und obwohl das nur ein Spiel ist, letztendlich ein Videospiel, so ähnlich ist es bei manchen Rookies auch in echt. Die denken dann, boah, den haue ich jetzt richtig um. Und dann ist es aber ein erfahrener NFL-Spieler, der macht halt einen Move und ist vorbei. Und sowas passiert Marcus Allen. Kaum sicherer Tackler, wie gesagt. Wird auch definitiv Special Teams spielen am Anfang, es sei denn, ein Team schätzt ihn sehr, sehr hoch ein. Er könnte definitiv über längere Zeit hinweg ein sehr guter NFL-Starter sein. Am Anfang vielleicht nicht gleich reinwerfen, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, auch so Runden 2 bis 3, da viele Leute nicht so hoch sind wie ich auf ihm, kann es auch passieren, dass er nach Kaiser White gedraftet wird, Runde 3 bis 4. Ich denke persönlich, er sollte Ende 2, Anfang 3 gedraftet werden. Aber wir werden sehen, wo es hingeht für Marcus Allen. Safety Nummer 3 auf meiner Liste, Justin Reed aus Stanford. Und wenn ihr noch im Kopf habt, was ich gerade gesagt habe über Marcus Allen, das ist, oder er ist in vielen Aspekten ein bisschen das Gegenteil. Das heißt, ihn würde ich eher nicht als Box-Safety sehen, auch wenn er im College zumindest das Potenzial dafür hatte. In der NFL, ich bin mir nicht sicher, ich würde ihn lieber eigentlich in der tiefen Mitte sehen oder drüber auf jeden Fall. Er kann Man-Coverage spielen, er hat die Instinkte für eine Zone-Coverage, um den Ball zu finden. Er kann, wie gesagt, auch tacklen, aber bei ihm ist ein bisschen das Problem, was ich gerade gesagt habe, dass er zu aggressiv ist und sich so leicht von Fakes quasi austanzen, austäuschen lässt. Einerseits Körpertäuschung natürlich, wenn es um 1 gegen 1 geht, gegen den Ballträger. Andererseits aber auch, wenn es ein Counter ist, das heißt, wenn der Laufspielzug nach rechts angetäuscht wird und dann geht er nach links. Kann es sein, dass er da zu aggressiv nach rechts geht und dann letztendlich aus seiner Position raus ist. Oder auch einfach bei Double Moves in Coverage. Das heißt, wenn er immer wieder die Comeback-Route gesehen hat und dann springt er einmal auf die Comeback-Route und der Spieler, der Right Receiver oder der Tight End hat er das nur angetäuscht und geht dann hinter ihm lang. Sowas kann teilweise passieren, aber das ist bei Spielern, die aus dem College kommen, noch normal. Davon geht man aus, das kann man wegcoachen, daran ist man gewöhnt. Und die guten Plays, die guten Aktionen, die er hat, sind definitiv mehr und häufiger und wertvoller als die schlechten Aktionen bzw. als die schlechten Aktionen schaden. Deswegen sollte er eine sichere Wahl sein in der ersten bzw. zweiten Runde, denke ich. Und irgendein Team wird dann einen richtig guten Spieler kriegen. Ich denke, er sollte sofort anfangen zu spielen auf der Safety-Position. Eher Free Safety als Strong Safety, obwohl heutzutage diese ganzen Begrifflichkeiten nicht mehr so fest sind wie früher. Also man kann nicht immer sagen, du bist unser Strong Safety, du bist unser Free Safety. Das ist alles ein bisschen verwaschen. Ich denke, wie gesagt, erste bis zweite Runde irgendwo. Er könnte in 2-3 Jahren, vielleicht auch in der ersten Saison, wenn er vom Scheme Fit her ein gutes Team findet, könnte er im Pro Bowl sich wiederfinden. Nummer 2 Safety auf meiner Liste, Ronnie Harrison aus Alabama. Und das ist persönlich, oder das ist ein Safety, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil er einfach eine ziemlich perfekte Größe für einen Safety hat und dazu noch extrem schnell ist. Das heißt, athletisch gesehen super und man muss quasi nur noch so ein bisschen mentale Fehler bzw. mentale Schwächen, Schwachpunkte, wie auch immer man es nennen will, ausgleichen. Das heißt, athletisch wird er nicht so wirklich an sich arbeiten müssen. Klar sieht es im College immer noch krasser aus als dann in der NFL, wenn man quasi gegen gleich gute Athleten antritt. Aber also, ich sag's immer nur wieder, Alabama-Spieler sind einfach gut. Da kann man sich in 99% der Fällen drauf verlassen. Wenn jemand bei Alabama ein guter Starter war, dann wird er auch in der NFL mindestens ein stabiler Starter. Gerade defensiv, da gibt's wenig Ausnahmen wirklich. Natürlich gibt's immer überall Ausnahmen, aber die Leute, die aus Alabama rauskommen, die sind halt wirklich richtig gut gecoacht. Gleiche mit LSU-Cornerbacks zum Beispiel, die sind meistens technisch extrem sauber. Und deswegen auf so ein paar Sachen kann man sich häufig verlassen, auch wenn man sich nie ganz drauf verlassen sollte, sondern das immer nochmal selber quasi evaluieren soll, definitiv. Ronnie Harrison, auf den trifft es meiner Meinung nach definitiv zu, deswegen ist er auch der Nummer 2 CFD im Draft für mich. Das Einzige, was so ein bisschen ein Schwachpunkt sein kann, oder zwei Sachen vielleicht, ist einerseits, dass die ganze Pass-Coverage, die ganze Zone-Coverage, das Verständnis dafür ist noch nicht so ganz ausgefeilt, wie es für die NFL idealerweise sein sollte. Aber
wie gesagt, das ist normal bei Leuten, die aus dem College kommen. Wenn es quasi nicht so ist bei Leuten, die aus dem College kommen, dann ist es außergewöhnlich gut und bei ihm ist es halt nur normal. Also das ist so ein was man verbessern kann. Das andere, was schon eher ein Problem ist, weil es leicht zu einer Angewohnheit werden kann, ist, dass er halt auch auf diese dicken Tackles geht. Das heißt, er versucht nicht einen Tackle so zu führen sozusagen, sondern immer mit der Schulter voraus. Und was das als Gefahrenpotenzial birgt, ist, dass du halt häufig an Leuten vorbeispringst. Gerade an erfahrenen NFL Running Backs, da wird es halt nicht so viele geben, die dich überrennen, aber es wird viele geben, wenn du es zum Beispiel gegen einen Shady McCoy, gegen einen Sean McCoy machst. Der gibt dir halt einen Move und ist vorbei, so, der lacht dann vermutlich im Vorbeirennen, was du da versuchst, ihn zu tackeln. Also klar könnt ihr mir jetzt eure Highlights-Clips zeigen, wo der komplett umgebottet wird, aber 9 von 10 Fällen, wenn du versuchst, mit der Schulter vorausgehen, gegen Shady da irgendwas zu tackeln, funktioniert einfach nicht. Zu viel Erfahrung, viel zu schnelle Cuts, viel zu wendig, alles sowas. Daran muss er definitiv arbeiten. Klar, er muss jetzt nicht immer so ein klassisches Wrap-Up-Tackle haben, aber hin und wieder sollte er es definitiv machen. Also er muss quasi lernen, wann es Zeit für welches Tackle ist, denn ansonsten, denke ich, wird er in der NFL viele Big Plays zulassen, quasi dadurch, dass er Tackles verpasst. Insgesamt, wie gesagt, aufgrund der Athletik und daher, dass sein Zonenverständnis oder seine Zonenverteidigung noch nicht ganz ausgeschöpft ist, das Potenzial, was er da hat, denke ich, Runde 1 bis 2, späte Runde 1, frühe Runde 2, irgendwo da in dem Rahmen wird er gedraftet. Bevor wir auf Safety Nummer 1 zu sprechen kommen, wie immer nochmal der klassische Blick in die Liste. Auf 5 haben wir Kaiser White aus West Virginia, auf 4 Marcus Allen Penn State, auf 3 Justin Reed aus Stanford, auf 2 Ronnie Harrison Alabama, über den habe ich gerade geredet, und dann auf 1 niemand anderen als Derwin James. Ja, Derwin James, mein FSU-Mann, jedes Spiel von ihm im College gesehen, jedes Spiel von ihm im College geliebt. Beziehungsweise nicht jedes Spiel, aber wie er gespielt hat. Definitiv super. Die vorletzte Saison war er leider komplett verletzt. Jetzt letzte Saison hat er wieder gespielt und man merkt einfach, der ist ein Safety, egal auf welchem Level. Der kann alleine den Unterschied machen zwischen Gewinnen und Verlieren. Und dieses Potenzial haben extremst wenig Spieler. Defensiv in diesem Draft zum Beispiel, ich denke Bradley Chubb hat so ein Potenzial. Ich denke Minkah Fitzpatrick hat so ein Potenzial. Edmonds hat vielleicht so ein Potenzial und Derwin James. Das sind die 4 Spieler defensiv, von denen ich denke, das könnten so die Spieler sein, die komplett alleine ein Spiel entscheiden können. Natürlich nicht komplett alleine, aber die so der entscheidende Unterschied sein können, der deutlich entscheidende Unterschied. Und Derwin James, wenn man zum Beispiel sich mal Interviews anhört von seinen College-Trainern, von seinem College-Defensive-Coordinator, er meint, das ist so einer der wenigen Spieler, bei dem man denkt, der könnte alle 11 Positionen in der Defense spielen. Lassen wir mal Nose Tackle vielleicht jetzt weg, aber der hat Defensive End gespielt, der hat Linebacker gespielt, der hat Cornerback gespielt, der hat Nickel gespielt, der hat Safety beide Positionen gespielt und so weiter und so weiter. Der kann letztendlich wirklich beinahe alles. Defensive Tackle, vielleicht nicht schwer genug, aber der kann Pass Rushen, der kann Blitzen, er ist in Man Coverage, in Zone Coverage ist er da. Der ist fürs College definitiv ein Elite Run Defender und sowohl bei den ganzen Zonen als auch bei Man als auch bei Laufverteidigung, da hat er noch nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft. Das sagt eigentlich jeder über ihn. Und das ist gruselig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach mal Derwin James Highlights gucken. Oder es gibt einfach ganze Clips. Wenn ich die finde, verlinke ich die mal in den Kommentaren oder sowas. Der springt einfach über einen komplett erwachsenen Menschen mit ein bisschen Anlauf. Springt der einfach über ihn rüber. Und das sieht so einfach aus. Das sieht aus, als ob ich jetzt über... Als ob ich über eine Flasche springen würde. Der springt über diesen Menschen. Einfach mit so wenig, scheinbar natürlich, Aufwand. Das ist ein unglaublicher Spieler. Natürlich bin ich da ein bisschen voreingenommen, gerade als FSU-Fan. Deswegen habe ich es auch clever eingerichtet, dass ich ihn und Minkah Fitzpatrick nicht vergleichen muss, weil ich Fitzpatrick als Cornerback aufgestellt habe. Derwin James für mich der bessere Safety. Für mich persönlich auch der bessere Verteidiger. Für mich persönlich vielleicht der beste Verteidiger im Draft. Wir werden sehen, beim Combine auch wieder eine Show abgelegt. Ich werde euch nicht wirklich Schwachpunkte finden können. Das Einzige, was bei ihm teilweise passieren kann, ist das, was ich vorhin bei Marcus Allen gesagt habe, dass er ein bisschen zu übereifrig sein kann gegen Counter und sowas. Das heißt, wenn der Laufbezug nach rechts angetäuscht wird, dass er dann aus der Position rausgeht und dann geht er nach links. Das ist das Einzige, was ihm wirklich passieren kann. Ansonsten sieht man auch Videos, wie er gegen Florida war, das glaube ich, wie er läuft und einfach einen Offensive Tackle mit einem Arm aus dem Weg schleudert. Ich kann es nicht anders sagen, schleudert. So
sodass er hinfällt. Also ihr merkt, ich habe einen absoluten Draft-Crush auf Derwin James und ich finde, er sollte ein Top-10-Spieler sein. Er wird definitiv in der ersten Runde gedraftet und ja, ich bin unglaublich gespannt, was er in der NFL so reißt. Ich hoffe, er kommt zu einem mir sympathischen Team. Wenn nicht, wäre ich ein bisschen traurig, aber dann würde er das Team natürlich automatisch sympathischer machen. Wenn Derwin James zu eurem Team kommt, dann beneide ich euch unglaublich und feiert 7 Tage und 7 Nächte und schlachtet eine Ziege. Nein, schlachtet keine Ziege, aber feiert auf jeden Fall. Derwin James, super Verteidiger und damit schließe ich dann quasi meine Draft-Spieler-Analyse. Ja, wie eben schon gesagt, das war es jetzt mit der Draft-Spieler-Analyse. Ich habe alle offensiven Positionen gemacht, ich habe alle defensiven Positionen gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt sind wir mit allem durch. Das heißt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Positionen habt, könnt ihr sie mir gerne unter dem Video hier in den Kommentaren dalassen. Oder alternativ, wenn es euch lieber ist, könnt ihr mir auch auf Twitter folgen und mir dann da tweeten mit einer Frage. Ich mache sicher, dass ich das so schnell wie möglich sehe und beantworte. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.